geht herzlich willkommen zu diesem wunderbaren und wunderschönen Video. Meine Freunde, ich war letzten Samstag um 20.15 Uhr auf der Primetime in ProSieben zu sehen, meine Freunde. Ich habe mitgemacht bei Mein Bester Streich und netterweise hat ProSieben diesen Clip in die Mediathek geladen und auch auf YouTube. Die Links dazu sind natürlich in der Videobeschreibung, also gönnt euch das auf jeden Fall mal rein. Gerade das YouTube-Video, meine Freunde, muss mal ordentlich hochgepusht werden. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ich im Fernsehen bin? Absolut keine Ahnung. Ich war ja schon mal bei ProSieben im Fernsehen. Live im TV tatsächlich damals gewesen bei den ProSieben Winter Games. Das lief nicht ganz so gut. Hier nochmal kurzer Ausschnitt. Jetzt! Ja, aber dieses Mal lief es extrem gut, weil es war eine One-Man-Show. Ich hatte keinen, der mir quasi das Ding hier kaputt macht. An der Stelle liebe Grüße an Kelly. Grundlegend ging es darum, dass ich quasi in einem Einkaufszentrum in der Nähe von Köln platziert worden bin mit einem Bio-Internetstand, welches ich dann promoten und bewerben sollte. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe den Beitrag selber noch nicht gesehen. Ich bin absolut gespannt, was da rausgekommen ist und ich habe mega Bock drauf. Let's go. Die Öko-Bewegung ist in vollem Gange und einer nimmt sich jetzt den größten Umweltsünder vor. Das Internet. Ich bin das, Leute. Fridays for Future. Real Talk, ich unterstütze euch. Ich find's nice, was ihr macht. Nachhaltig, ökologisch, abbaubar. So muss es sein. Genau. Und dafür sorgt er. Internetstar Revin Zeit. Die haben meinen Namen richtig ausgesprochen. Die haben meinen Namen gesagt und die haben gesagt, ich bin ein Internetstar. Mega schön, Alter. Ja, liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video. Ja, Mann. That me, that me, that me. Yeah, oh, der Social Media Flex. Ash, get it, meine Freunde. Folgt mir auf Instagram, damit wir die 1,7 Millionen relativ schnell voll bekommen. Dankeschön. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Auf meiner Mission, das Klima zu retten, bin ich hingegangen und habe mich mal richtig als Öko-Horst verkleidet und aufgepimpt. Für meinen besten Streich sind wir tatsächlich in ein Einkaufszentrum gegangen, haben einen falschen Stand aufgebaut, an dem es Bio-Internet zu kaufen gibt. Es gab zwei Kameras, die in den Stand mit eingebaut gewesen sind und eine direkt hinter uns in einem kleinen Hexenhäuschen. Also Leute, das Ding ist, ich bin mehrfach auch während des Streichs erkannt worden, aber ein Großteil der Leute hat einfach nicht gerafft, dass ich verkleidet gewesen bin. Die dachten halt, Real Talk, ich sehe so aus. Ihr könnt ja mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ich mich tatsächlich genau so umstylen lassen soll, dann mache ich das auf jeden Fall absolut überhaupt nicht. Bin mit der Erwartung reingegangen, dass ich mir dachte, ey, das kann nicht sein, dass das jemand glaubt. Aber irgendwie haben die Leute alle meine Erwartungen gesprengt und alles bereitwillig mit sich machen lassen. Und es ging eigentlich nur um einen Haufen Scheiße. Absolut, und die Leute haben es gemacht. Sie das Internet? Ja. Ja, wie lange schon? Auf meinem Fragezettel standen halt elementare Fragen drauf, die natürlich ganz wichtig sind, wenn man einen neuen Internetvertrag abschließt. Was denn mit dem Thema Umweltschutz? Ist das wichtig für dich? Schon, ja. Ja, also das Thema Umweltschutz ist natürlich klar, gerade wenn man einen neuen Internetvertrag abschließt, absolut die erste Frage, die man beantworten sollte. Genauso wie danach die Penislänge und das sexuelle Interesse an anderen Menschen. Das ist natürlich eine grundlegende Frage, die immer ganz, ganz wichtig ist, wenn man einen neuen Internetvertrag abschließt. Was machst du so für einen Umweltschutz? Gar nichts. Gar nichts, also wirklich gar nichts. Nein. Ja. Wir sind die Fische in diesen Korallenriffen voll wichtig. Ja. Mhm. Kommst du gut mit deinen Eltern klar? Meinen Eltern? Ja. Ja. Ist nicht Zeit, irgendwann auszuziehen? Ich meine, du bist ja schon 18, ne? Ja. Das sind halt die Fragen, die man tatsächlich stellt, wenn man einen neuen Internetvertrag abschließt. Ganz genau. Trinken Sie persönlich Alkohol? Ich? Ja. Ja, Entschuldigung. Trinken wir doch alle mal ein kleines Schnäppchen, ne? Schön rein in den Kopf, ja. Dass die Leute so viel persönliche und private Informationen rausgehauen haben, macht mich komplett fertig, Alter. Das kann doch nicht sein. Wirklich, Leute, ich war verkleidet, ja? Warum erzählt man mir, ob man Alkohol trinkt, ob man einen Freund hat oder sogar sehr viel privatere Sachen? Ich verstehe es nicht. Was trinken Sie denn am liebsten? Wodka. Ja. Zusätzlich gab es noch eine Aufgabe von meiner Community, und zwar die Begriffe Brennholzverleih, Halunke und Windmühlgerät mit in die Konversation einzubauen. Da nochmal ein riesiges Shoutout an euch. Das waren absolut arschgeile Wörter, die ich super gut mit einbauen konnte. Dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben an der Stelle an meine Community. Wir dürfen jetzt ein paar witzige Begriffe sagen, Leute, die ich unbedingt bei diesem Streich droppen soll. Also antwortet mir auf jeden Fall mal für diese Story und vielleicht seht ihr dann euren Begriff, welcher das auch immer sein soll, im Fernsehen. Die ganzen Server, die kosten ja Strom, ne? Die werden ja meistens mit so Windmühlgeräten betrieben und allem drum und dran. Ne? Ich hab nur Kacke gelabert, die haben das halt alles geglaubt. Wir haben wirklich, ich hab genau das, ich hab nur Kacke gelabert und die haben mir alles geglaubt, nur weil ich einen scheiß Stand hatte. Die Frage ist halt, wie weit kann man das treiben, ne? Schauen wir mal, was noch passiert. Biokompostierbare Router entwickelt, die sich selber nach 3-4 Monaten zersetzen, dann kommt aber ein neues Paket und was die... Zersetzt? Der Router? Okay. Der zersetzt sich, der ist aus einer Biomembran gefertigt und zersetzt sich komplett. Einfach irgendwelche Fachbegriffe sich aus dem Arsch gezogen, damit Leute denken, naja, da wird schon richtig sein, da wird schon richtig sein. Und funktioniert quasi wie der normale Router, hat sogar noch eine bessere Rechenpower. Also am allerwichtigsten ist natürlich unser Kuhscheiß-Router gewesen, der... Guckt euch das an, guckt euch dieses Ding an. Das haben die geglaubt, das ist ein Haufen Kacke mit einem LAN-Kabel drin. Das haben die geglaubt, Mann. Ja, aussieht wie eine Maus und es ist keine Kuhscheiße, ne? Das ist natürlich auch ein bewusstes Produktdesign, was wir so gewählt haben. Hast du mal kurz einen Router für mich? Dann zeige ich dir. Sieht jetzt erstmal seltsam aus. Sieht zu... Nee, brauchen... Sorry.
Das Produktdesign ist halt extra so gewählt worden. Es ist halt eine Plastikmembran, die aber biologisch kompostierbar ist. Ja, ja. Stabil, ne? Findest du gut? Ja. Würdest du den auch kaufen tatsächlich? Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, was gefällt dir am Produktdesign? Ist sehr authentisch. Sehr authentisch, ja. Finden Sie gut, oder? Ja, ich finde das hier. Das haben Leute geglaubt. Ich kann es gerade selber nicht. Also, ey. Hier einmal eine Buchse für Telefon, hier einmal eine Buchse für Internet. Hättet ihr vielleicht Interesse, das mal mit nach Hause zu nehmen? Also, es stinkt doch nicht, du kannst aber dran riechen. Nee, wirklich, hier. Das stinkt nicht. Möchtest du auch mal dran riechen? Das ist so maximal unangenehm, dass die Leute so hingehalten haben, ey. Super. Ich würde eins mitnehmen tatsächlich, aber das Ding ist bei uns im Inter, also bei uns zu Hause das Internet. Das ist sowieso schon voll, das Chaos. Und wenn ich damit lässt sich das ja lösen. Was mich auf jeden Fall richtig krass überrascht hat, ist, dass manche Leute wirklich berechtigtes Interesse an dem Produkt hatten. Im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, für dich auch ganz interessant. Darf ich dir eine blöde Frage stellen? Würdest du dich mal ganz kurz auf diesen Home-Trainer setzen? Du bist ja sportlich angezogen. Ja. Das war kein normaler Home-Trainer, sondern ein Home-Trainer, der tatsächlich WLAN oder Wi-Fi für die ganze Mall produziert hat. Also nein, hat er natürlich nicht. Das war ein komplett normaler Home-Trainer und ich bin jedes Mal, wenn sich jemand draufgesetzt hat, hingegangen, habe dann die Intensität bzw. die Kraft, die derjenige aufwenden muss, um dieses Ding zu betreiben, halt immer höher gedreht und noch viel, viel mehr Scheiße gehört. Das Ding ist, ihr wisst vielleicht gar nicht, wie das bei so einem Fernsehdreh abläuft. Die Leute werden ja mit versteckter Kamera gefilmt und müssen dann nachträglich mal zustimmen. Da waren noch viel, viel krassere Kandidaten dabei, die ich aber so sehr hops genommen habe, dass sie gesagt haben, okay, ich will, dass das niemals irgendwer sieht. Da war zum Beispiel eine Dame dabei, die mir zugeschaut hat, wie ich aus dem Haupttrainer draufgesessen habe, einen Asthmaanfall vorgetäuscht habe und dann später Wasser über meinen Kopf gekippt hat. Die hat dann tatsächlich gesagt, nee, tut mir leid, dass ich bin hier so verarscht worden. Ich will nicht, dass das irgendwer von meinen Freunden mitbekommt. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber eigentlich auch irgendwie echt schade drum. Das war wirklich super. Die Kollegin kann dann nämlich gleich tatsächlich mit deinem WLAN, was du produzierst, hier Sachen hochladen und sowas. Ja, das ist halt echt toll. Die beiden waren auch so knaller einfach. Die haben alles mit sich machen lassen und die haben es mega cool aufgefasst. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man halt hingeht und verarscht wird, dann gibt es natürlich den einen oder anderen. Also Real Talk, ich hatte später wirklich Angst, dass mir gleich jemand ein Teppichmesser in den Rücken rammt oder sowas, Alter. Weil ich da irgendwie die Leute so hops genommen habe. Aber tatsächlich hat dann jeder irgendwie das ganz gut mit Humor aufgefasst und hat gesagt, hey, mega witzig, mega cool. Bin voll drauf reingefallen, also ist irgendwie niemand ausgerastet und hat mir dieses Schild hier im Hintergrund über den Kopf gezogen. Was natürlich eigentlich auch für die allgemeine Unterhaltung noch viel, viel besser gewesen wäre, als das jetzt sowieso schon ist. Ich kann einfach... Es ist so krass, jetzt diesen fertigen Beitrag zu sehen, weil wir haben halt echt einen Tag daran gedreht und ich finde es richtig, richtig nice bis dato zusammengeschnitten. Genau die richtigen Szenen auf jeden Fall rausgezogen. Ich warte noch ganz hart, so ich stelle das mal kurz runter. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig mit der Musik im Hintergrund. Da kann ich nur hoffen, dass Thomas da irgendeine Lösung findet. Das wird schon. Haben Sie eine Regenwassertoilette zu Hause? Ist ja auch nicht gut für die ganzen Halunken da draußen, ne? Bingo! Community-Aufgabe erfüllt. Können Sie mal ganz kurz die Bio-Antenne halten? Einfach hochhalten? Ich habe den Leuten eine Gurke in die Hand gegeben. Das war so ein spontanes Ding. Ich dachte so, ist mir mega nice, wenn ich mich da hinstelle und mit den Leuten rede und immer eine Gurke rausziehe, in die Gurke reinbeiße und den Leuten dann erkläre, hey, das ist keine normale Gurke, das ist eine WLAN-Antenne, weil eine Gurke steht ja größtenteils im Inneren aus Wasser und das Wasser hilft natürlich, das WLAN weiter in der Gurke nach oben zu transportieren und streut das Ganze dann. Ey, Leute, wirklich, wenn man es, glaube ich, gut verkauft, habe ich das Gefühl, könnte man einem durchschnittlichen Menschen fast alles andrehen und er würde sagen, das finde ich eigentlich ganz okay. Das ist echt ein interessantes Produkt. Richtig hoch, Alter. Zeig mal deine Gurke. Zeig den Leuten mal deine Gurke. Ganz hoch, die Gurke. Alter, und wisst ihr, stellt euch mal vor, ihr sitzt auf so einem Fahrrad drauf, ein Fahrrad drauf, Mann. Und vor euch steht so ein Dude, der einfach in eine komplette Gurke reinbeißt. Es gibt Menschen, die glauben immer noch, dass dieses Produkt existiert. Die andere noch, bitte? Schneller, bisschen schneller, bitte noch. Das kann doch nicht sein. Er hat auch einfach in die Gurke mit reingebissen, Mann. Die haben dann diese Gurke hochgehalten und dann teilweise da auch abgebissen. Ich weiß nicht, also, warum? Was machst du denn? Das sind die Router, die wir haben. Da kann ich ihn schon mal... Ja, klar, ich habe immer unter meinem Tresen mehrere Hamster liegen. Das ist ja, so kennt man mich ja. Ich habe ja immer, tatsächlich, wenn ich mal irgendwie Bock habe, irgendwie einen Hamster rauszuholen, habe ich immer einen in der Hosentasche. Oder mal als kleinen Snack einfach so einen Hamster an den Kopf abbeißen. Das ist ja genau mein Ding. Sie können das auch echt anfassen. Sehen, ja, das ist alles. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Okay. Da nochmal schnell gepopelt an der Stelle. Ich dachte mir wirklich, wenn ich in so einer Rolle bin, also wirklich, ich wundere mich, dass ich mich nicht komplett ausgezogen habe. Ich war an dem Tag zu allem bereit, Leute. Also wirklich zu allem. Ich dachte, wenn, dann richtig, weißt du? Als sie dann irgendwann meinte, das ist doch ein Scherz jetzt, habe ich einfach weiter durchgezogen und sie hat trotzdem irgendwie weitergemacht. Guck, die hat weitergestrampelt. Und die nimmt doch die Gurke in die Hand. Wisst ihr, was ich meine? Menschen machen alles, was man ihnen sagt, wenn man es nur anständig verkauft. Ey, das ist nicht real, das ist nicht real. Selbst dieser Hund hat sich gefragt, Mois, was macht mein Frauchen da? Was ist da los, Ollum? Darf ich dir ganz noch was sagen? Du bist bei meinem besten Streich bei ProSieben. Schau mal, da ist eine Kamera. Ja, Moment mal.
Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Und da ist auch eine Kamera. Und da ist auch eine Kamera. Ja, Leute, was soll ich sagen? An der Stelle Grüße gehen raus an Joko Winterscheid. Falls du Interesse hast, lieber Joko, dann würde ich tatsächlich liebend gerne mit dir da ein Startup draus machen. Meld dich doch einfach mal bei mir. Ich glaube, dass das eine mega geile Idee ist, da eine Menge Kohle mitzumachen. Du hast ja schon das ein oder andere Eurönchen in ein Startup reingeballert. Und ich glaube, dass das Bio-Internet auf jeden Fall die beste Idee ist, die dir seit langem unter die Füße gekommen ist. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin damit an der Stelle komplett raus. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum Leute genau so etwas mit sich machen lassen, aber es ist irgendwie passiert. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal ins Fernsehen komme, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mein Gesicht hasst, dann lasst auch einen Daumen nach oben da. Ich bin damit raus, meine Freunde. Ich küsse eure Augen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, den YouTube-Clip hier aus. Hoch damit, Leute. Pusht das Ding mal ordentlich. Und ich bin absolut am Ende. Macht's gut. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Ciao.